Einige Hinweise, die Organisation betreffend, die das System in der Stadt errichtet hat, um Ordnung und Fortschritt in die Straßen zu bringen. Es ist etwas Beißendes in der Luft. Es setzt sich in der Kehle fest. Man muss sich dauernd räuspern. Der Generalsender im Radio spielt zur Mittagszeit nur Volkslieder. Die ganze Zeit. Alte Platten mit den Wiener Sängerknaben. Die müssen schon tot sein. Oder sie sind sehr alt und singen noch immer mit zittriger Stimme. Als wir mein Examen feierten, wurde Walzer gespielt. Wir waren mehr als 100 walzende Paare. Adelaide tanzte gut, sie war die Beste. An den Sonntagnachmittagen im Club ließ sie keinen einzigen Tanz aus. Die jungen Männer tanzten gerne mit ihr. Sie war fröhlich, schlank, leicht, behend, voller Begeisterung und Rhythmus. Ich verstehe nicht, wie sie das alles aufgeben konnte und sich in eine Kirchenmaus verwandelt hat. Sie ist sicher, dass Gott seine Hand über die Welt halten wird, die Lage retten wird. Dann wieder verliert sie alle Hoffnung. Sie hat Angst vor einer neuen Sintflut. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine neue Sintflut ganz willkommen wäre. Alles würde mit kaltem Wasser überschwemmt. Ich würde nichts lieber tun, als in irgendeiner Pfütze unterzutauchen und mich eine Woche lang darin treiben zu lassen. Gegen Ende des Arbeitstages ist die Hitze am schlimmsten. Die Sonne versteckt sich, aber der Zement knallt vor Hitze. Die Steine bersten und werfen die Spüle zurück. Auf dem Bürgersteig warte ich in der rechten Schlange in Richtung der Bushaltestellen, bis ich eine Lücke finde. Wegen der Apathie und der Hitze kommt man nur sehr langsam vorwärts. Hesi, ein Los gefälligst? Ein paar Kragenstäbchen? Passfotos? Bleistift? Anhänger? Hin und wieder stockt die Schlange. Die Menschen werden unruhig. Wahrscheinlich gibt es Ärger am Distriktzugang. Jede Stunde taucht ein neues Problem auf. Mit Leuten, die ihre Zirkulationsmarke verloren haben, deren Marken abgelaufen sind, die den Identitätstest nicht bestehen oder mit einer geliehenen Marke erwischt worden sind. Tasche für die Marke? Schuhcreme? Durchlässige Strümpfe? Schreibblock? Gute Schmuggelware? Schallplatten? In der Hosentasche umklammere ich meine Marke. Sie ist aus minderwertigem Aluminium und von vielen Anfassen ganz blank. Wenn ich nervös bin, drehe ich sie zwischen den Fingern hin und her, als sei sie ein Amulett. Ohne Marken kann man das vergessene Zentrum der Stadt nicht betreten. Der Zugang wird überaus streng kontrolliert. Rasierklinge, Zigaretten, transportable Aschenbecher, Wattestäbchen, eine Rarität. Auf den Straßen häufen sich die Fahrräder. Der Motorenlärm von früher hat dem Schnarren der Zahnradketten Platz gemacht. Tausende von Ketten. Statt Hupen hört man Klingeln, lange und schrille Pfiffe. Es wird viel geschimpft, wie damals in der Hochzeit des Autoverkehrs. Obwohl es keine Autos mehr gibt, ist diese Menschenmenge nicht kleiner geworden, sind Verstopfung und Durcheinander nicht besser. Die Fahrradfahrer drängen auf die Busfahrbahnen, fahren auf die Bürgersteige, rempeln Leute an, viele balancieren auf dem Bordstein. Wer in der Menge steckt, muss einiges aushalten. Es wird geschubst, gedrängelt, geschlagen, mit Füßen getreten, geflucht und herumgefummelt. Als sei man bei einem Pferderennen im Jockey Club, wo die Pferde sich in den Weg kommen, aneinander geraten und die Jockeys mit ihren Peitschen zuschlagen. Oder beim römischen Wagenrennen. Ben Hur. Wenn man von den Gebäuden hinunterblickt, kann man den ständigen Strom von Körpern und Reifen sehen wie schmutziges Wasser. Alles spielt sich auf den Pedalen ab. Die Bestsituierten besitzen einen Chauffeur. Eine oder zwei Personen ziehen einen kleinen, leichten Trolleywagen, in dem ein Privilegierter thront. So etwas sieht man selten im Zentrum. Die Privilegierten trauen sich nicht heraus. Das Volk fällt über sie her, schlägt und beschimpft sie, zerrt sie aus ihren Fahrzeugen. Dieses Beißen in der Luft ist unerträglich.
Es gibt zu viele Menschen in dieser Stadt. Eines Tages stellten die zirkulierenden Departements fest, dass sich niemand mehr bewegen konnte. Alle waren zu einer einzigen Masse zusammengepfercht. Praktisch unbeweglich. Arbeitsstellen blieben unbesetzt, weil die meisten den Weg zum Arbeitsplatz nicht mehr zurücklegen konnten. Und daher schuf man die Zirkulationsdistrikte. Jeder erhält eine Marke und kann damit einen bestimmten Distrikt betreten. Die Distriktzugänge kontrollieren den Verkehr. Nur mit entsprechender Marke darf man passieren. Auf diese Weise wurde es möglich, den Verkehrsstrom zu vermindern. Dennoch mussten die Schlangen auf den Bürgersteigen organisiert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn wir irgendwo hinwollen. Man stellt sich in die Schlange und kommt nur langsam vorwärts. Wenigstens haben die Menschen gelernt, geduldig zu sein. Es hat keinen Zweck, sich dagegen aufzubäumen, sich zu streiten. Es ist sogar gefährlich. Auseinandersetzungen um Schlangen und Plätze können den Entzug der Marke bedeuten. Die bezeichneten Distrikte sind einigermaßen groß und bieten das Notwendige. Restaurants, Läden, Imbissstuben, Apotheken, Banken, Unterhaltung. Die Idee zu dieser Einteilung in Distrikte kam Ende der 50er Jahre auf, als Brasilia gegründet wurde. Heute ist sie nur viel perfekter. Bei der Erforschung älterer Städte fanden die herrschenden Kreise heraus, dass der Mensch sich immer innerhalb gewisser Grenzen bewegte. Nur selten ging er über eine festgelegte Anzahl von Straßen und Orte hinaus. Also wird das Verbot den Freiheitsraum, den der Mensch genießt, nicht beeinträchtigen, schlossen sie. Ich kam an den Distriktzugang, steckte meine Marke in den Schlitz und durchquerte den metallenen Korridor. Welche Erleichterung, keine Anzeige. Ich werde nicht durch den Identitätstest gehen. Würde ich aber zweimal einen Klick hören, müsste ich den Personalausweis vorzeigen und mit der Nummer auf meiner Marke vergleichen lassen. Die Distriktzugänge befinden sich mitten auf dem Bürgersteig. Es sind kleine blaue Korridore, einen halben Meter lang, elektronisch gesteuert. Die Marke erhält man beim Verlassen zurück. Wer den Distrikt betritt, geht auf dem rechten Bürgersteig. Wer hinausgeht, auf dem linken. Die Marken erteilen Auskunft über erlaubte Besuchszeiten. Manche gehen abends hin. Mit ihren Marken sind sie ab 17.15 Uhr zugelassen. Die Distriktzugänge sind untereinander verbunden. Wenn eine Person hinausgeht, darf eine andere hinein. Die Anzahl der Menschen in den betreffenden Bereichen wird streng überwacht. Sonst gäbe es ein Chaos. Anti-Ratten-Schallgerät? Da fiel mir ein, dass unseres schon seit 14 Tagen kaputt war. Adelaide hat mich morgens, als ich wegging, nicht daran erinnert. Es muss repariert werden oder sollte ich lieber ein neues kaufen? Diese Dinge halten nicht lange und dabei sind sie so wichtig. Es wäre Wahnsinn, ohne das Schallgerät zu leben. Eine Bedrohung für mich und die anderen. Wie viel? 500! Ohne das Schallgerät bin ich in Gefahr. Es kann sein, dass ich eines Tages nach Hause komme und alles von Ratten zerfressen vorfinde. Es gibt auch gute Seiten an der Technologie und das Schallgerät ist eine davon. Der Apparat gibt eine Hochfrequenz von sich, die exakte Nachahmung eines Pfeifens, das die Ratte nach dem Kopulieren ausstößt. Das Rattenweibchen versteht das. Dieses Pfeifen bedeutet, lass mich in Ruhe. Nachdem der Geschlechtstrieb befriedigt ist, will die Ratte sich eine Weile erholen und gibt diesen Greta Garbo-Schrei von sich. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, diesen Ton getreu nachzuahmen. Damit vermindern sie die Vermehrung der Tiere. Das ständige Pfeifen hält die Weibchen von den Männchen fern. Doppelt so viel wie im Laden? Na, dann gehen sie doch in den Laden. Die fliegenden Händler sind schlau. Sie wissen, dass wir die Geschäfte nicht mögen. Wir sind per Erlass dazu verpflichtet, sie am Tag des Verbrauchs zu betreten. Außerhalb dieses Tages leben wir unter dem Zeichen des Sparens, um Rezession zu verhindern. Wir können nichts kaufen, es sei denn, wir zahlen sehr hohe Steuern für den Mehrverbrauch. Bevor ich mich entscheiden kann, kommt der Inspekteur. Ein Geschenk der Zeit, in der wir leben. Der Inspekteur kann der Mann vor dir oder neben dir sein. Überall.
Sie halten sich in den Schlangen und an Orten auf, wo sich die Menschen drängen. Sie sind wie ein Chamäleon und sehen aus wie jeder andere. Aber wenn man sie erkannt hat, verwandeln sie sich. Dann sind es die Inspekteure. Diese Angst vor ihnen. Sie können nachprüfen, ob wir uns im richtigen Distrikt bewegen. Sie sehen uns in die Augen und können uns für krank erklären. Ein leichtes Zittern wahrnehmen und uns in die Isolation schicken. Sie lassen die Straßenhändler mit einer subtilen Fingerbewegung verschwinden, als seien sie Zauberer, allmächtige Zauberer. Es ist eine komplexe Struktur, denn es gibt auch für den Inspekteur noch einen Inspekteur. Und dadurch kann es zum Krieg zwischen ihnen kommen. Für uns, die gemeine Bevölkerung ohne jede Macht, fallen nur die Reste ab. Man möge mich nicht bitten, die Mechanik dieser Struktur zu erklären. Das ist unmöglich. Nur wenn man in ihr lebt, kann man das erklären.